Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ark Survival Evolved. Ja, da sind wir wieder am Start. Beim letzten Mal musste man leider Pause machen. Ich hatte ja mir einen Nerv eingeklemmt und dann habe ich mir noch zusätzlich eine schöne Sehnenscheidentzündung geholt. Ganz prima, ganz tolle Sachen. Hatte Schmerzen wie Sau und deswegen habe ich mal einen Tag Pause eingelegt. Ich hatte ja gesagt, ich baue die Mauer fertig, aber dazu bin ich nicht gekommen. Ich hatte Zeug gesammelt wie die Sau, habe auch schon Wände hergestellt. Wo ist mein Affe? Da unten ist der. Ach, er kann sich nicht, er bewegt sich nicht Geschwindigkeit. Habe ich schon etwas überladen. Der hat, glaube ich, 50, 60 Wände drin. Ich habe jetzt welche. Okay, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, Wände zu bauen. Und ein Tor müssen wir auch noch einfügen. Okay, da würde ich einfach sagen, der Rest vom Club bleibt hier. Die Rosemarie hat auch immer noch fleißig Holz drinne. Und der Hammett müsste auch noch ein bisschen Batch drinne haben. Und jetzt haben wir ja den Affen. Da konnte er sammeln immer. Das ist immer praktisch. Der hat auch schon wieder ein Level gemacht. Da 59 Wände und ich habe 14. Das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, dann sage ich mal, ganze Club stehen bleiben. Nur du folgst mir bitte. Dann fangen wir an. Ich habe überlegt, wo bauen wir die Tore hin? Am besten wäre noch ein Tor oberhalb, denke ich mal. Nicht so tief, aber muss ja auch ziemlich gerade sein. Hier ist überhaupt nichts gerade. Also werde ich wohl hier in die Wand reinsetzen müssen, damit es gerade aussieht. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier um die Ecke an. Warte, wie breit ist so ein Tor? Oder warte du mal hier. Warte mal. Wir müssen gerade gucken, wie breit so ein Tor ist. Ob es 5 oder 7 breit ist. Stechi ist ziemlich flott. Wenn er laufen kann, ja, er kann laufen. Komm, Stechi, lauf mal. Hier durch unsere riesige Fläche, die wir uns hier abgetrennt haben. Lila. Oh, da könnten wir auch mal direkt mal looten gehen. Vielleicht da ist immer mal ein Sattel drin. Vielleicht da auch jetzt ein Sattel drin. Boah. Damit mein Arm ist immer noch nicht komplett ausgeheilt, aber geht wenigstens, dass ich mal eine Folge aufnehmen kann. Beim letzten Mal war es so schlimm, ging gar nichts mehr. Da im Wasser. Da müssen wir mal nachgucken, ob ich da hin kann. Normalerweise könnte sich das lohnen. So, jetzt gucken wir erstmal. Ist Stechi überladen? Sind hier böse Fische? Hier keine. Warte, erstmal auftauchen. Luft holen. Runter. Keine bösen Fische. Absteigen. Stechi schießt sofort nach oben. Was haben wir denn hier? Eine Flinte! Hilfe! Stechi! Helf mir! Nicht verrecken, nicht verrecken, nicht verrecken, nicht verrecken! Nein! Oh nein! Nein! Okay. Wir müssen schneller hin, da war eine Flinte. Wen können wir mitnehmen? Wer frisst da am Land die Typen auf? Der Affe. Schnell umladen. Schnell hin. Ich habe Zeug aufgerafft. Der Affe kann die am Land vertrimmen. Hoffentlich überlebt der Stechi. Jetzt muss ich mal schnell umladen. Hier, bleib mal hier, Kollege. Gib mir mal die Hälfte. Kann ich laufen? Ja, kann ich. Anke. Ach, tu mal den Shit. Ja, nimm mal. Müssen wir vorher machen. Müssen umladen. Ja, fängt ja wieder gut an. Kaum wieder da. Schon wieder tot. Naja, sagen wir mal, ich bin jetzt längere Zeit nicht gestorben. Bestimmt 3 Folgen lang nicht. Okay, Chef, wir gehen jetzt dafür Ordnung. Sorgen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eine Flinte. Hoffentlich lebt Stechi noch. Nicht der Steffi, Stechi, Steffi. Wir haben keine Steffi. Stechi ist da. Komm, 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 hier. Folgen.
Komm, Stechi. Komm her. Die Viecher platt machen, da ist er doch. Haben wir. Der Stechi geht ab auf dem Wasser ohne Ende. Hau drauf. Was ist das hier für ein Speedboot, der Stechi? Ist ja geil. Stechi noch in Ordnung? Ja, Stechi dürfte einigermaßen in Ordnung sein. Jetzt können wir den füttern. Aber hier mit dem Scheiß bringt am nächsten müssen wir schon mit richtigem Futter machen. Ja, das geht. So, ist die Frage, komme ich noch unter Wasser? Warte mal, erstmal drop. Den ganzen Müll weg. Wie wäre es, wenn wir die mal anständig sortieren, stapeln? So. Jetzt können wir auch besser füttern. Ich den hier mit Remote füttere. Oh ja, geht noch schneller. Wunderbar. Friss Scheiße. Entschuldigung. So, Affe. Bleib hier. Bleib bitte hier. So, wo war das jetzt? Hier irgendwo. Muss gewesen sein. Jetzt erzählt mir aber, wo ist mein Zeug hin? Das wird denn nicht alles weg sein? Seht nix? Seht ihr eine Tasche auf dem Boden? Ich sehe keine. Das ist ja übel. Stechi? Nein, Stechi hat nix. Die haben mich hier ruckizucki aufgefressen. Also in der Regel liegt da eine Tasche auf dem Boden. Aber hier sieht man nichts. Wo war das? Nein! Oh nein, Leute. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Nein, das ist viel zu weit. Auftauchen. Lachst du da gerade? Sehe nix. Ich sehe wirklich nix. Bin ich am falschen Ort? Nein, oder? Mal ehrlich. Hier so rüber. Hier müsste das sein. In der Nähe von dem Ding. Ich werde wahnsinnig. Jetzt finde ich eine Flinte. Und dafür ist all mein Zeug weg. Kann nicht sein. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich muss doch, wenn ich tot bin, lebt meine Leiche noch da oben. Auch die werden mich aufgefressen haben, oder nicht? Dämliche Schildkröte, zieh ab! Kannst du haben, mein Freund. Du kriegst hier Saures. So, wartet mal. Wir gehen mal in Richtung Land. Nicht, dass ein so ein blöder Piranha ganz Zeug in sich trägt, damit durch die Gegend geschwommen ist. Wo sind die hin? Sind ja alle instant vergammelt. Der hier muss ich auf jeden Fall erstmal erholen. Boah, das kann nicht wahr sein. Komm, du hast einen kaputt gehauen, der hat das ganze Zeug. Nein. Oh nein! Meine ganze Ausrüstung.
Oh, warten wir hier. Zehn Minuten liegt der Beutel. Wir müssen ihn an für sich finden können. So weit am Rand war er doch nicht. Oder? Am besten wäre ein neuer Strahlcam runter, dann wird man sofort sehen. Ich vermute, das ist weggebackt. Tut mir leid. Das kann nicht angehen. Ich werd verrückt. So weit warten. Wo ist mein Zeug? Hier mehr an Land ist es nicht. Da kommt ein nächster. Da komm her. Mein fertig den Hund. Nichts drauf haben die. Hier irgendwo muss es gewesen sein. Ich steige jetzt mal ab und suche so weiter. Tut eh wie ein Dober, falls ich hier irgendwas sehe. Aber hier ist nichts. Ich kann mich damit abfinden, dass ich mich wieder komplett neu ausrüsten muss. Nein. Ah. Ich kann es nicht begreifen. Bin ich das? Da bin ich doch. Alles klar. Ich habe mich gefunden. Stechi. Wo ist Stechi in der Doofkopf? Da hinten. Nimm alles. Take all. Kann ich schwimmen? Ja. Ich hab's. Ich hab's zurückgeholt. Muss nur an Land schaffen. Stechi. Komm her, hol mich ab. Oh, speichert auch noch. Okay. Folgen. Inventar, gucken. Anziehen, 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 anziehen. Reparieren. Reparieren. Ja, das war eine Riesensauerei. So, aber wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich zurückgeholt. Eine grüne Knifte, sehr schön. Jetzt können wir bald anfangen, Munition herzustellen. Oh, kann ich die schon lernen, Munition dafür? Erstmal wollen die simple Kugel, Warte mal. Simple Kugel. Simple Bullet. Simple Bullet. Lernen. Flöpp. Rüffelammo lernen. Hier werden wir auch lernen. So, wo sind die Darts? Die würde ich auch gerne. Level 65 brauchen wir dafür. Okay. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Hat aber er. Habe ich mir erschrocken. Komm, komm, wir gehen. Wir haben hier genug. Mal eben das Ding holen wollte ich. Seht ihr, und so verzögert sich das immer, ja, wenn man was machen will. Mal eben dies und mal eben das und hau ihn. Er hat mich angegriffen. Zerquetscht stehen. Gib ihm einen Kinnhaken. Noch ein. Jawohl. Gut gemacht. So, hier wollten wir mal gucken, wie lang. Also. Oh. Eins. Halten wir mal an. Lass mich da in Ruhe. Eins hat den breit. Zwei. Ein. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben ist das breit. Okay.
Ja, die Ausmessung hat etwas länger gedauert, wie erwartet. Entschuldigung, aber nützt ja nichts. Jetzt weiß ich, wo das nächste Tor hin kann. Dann können wir das aussparen. Boah, das war knapp. Na gut, dass ich den noch gesehen habe. Habt ihr den vorher gesehen? War ich wieder so blind? Oder? Stirb. So. In meinem Gehege. So, okay. Abstellen. Wir hatten jetzt das ganze Zeug bei. Bleib ruhig da. Nein, du sollst nicht mehr Stechi folgen. Dödderum. Auch schon jetzt schon wieder Mittag, seht ihr? 7 breit. Dann müsst ihr hier anfangen. 1, 2, 3, 4. Das ist total schief. Das sieht kacke aus. Da war ein Teil in der Luft. Aber kann ich ja mit Holz untermauern. Ich könnte auch einfach das dazu lassen und hier noch eine Schräge nach oben bauen. Dann müsste man immer einen Umweg reiten. Hm. Hm. Einzig weitere gerade Stelle wäre hier unten irgendwo. Aber ist doch kein Problem, wenn man auf Saurier sitzt. Ne, ist doch kein Problem. Jo Leute, da sind schon wieder 17 Minuten vergangen und ich habe noch keine einzige Mauer gestellt. So geht's manchmal. Wenigstens haben wir jetzt ein Gewehr. Ich glaube, ich bringe das mal schnell nach oben, das Gewehr. Sicher das mal. Sonst ist es noch Beschwindibus. Habt ihr sie mich nämlich die blöden Piraten erst nie gerafft haben? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir müssen bald auch mal in Richtung Eisenrüstung. Ach, was wir alles müssen. Wir müssen noch so viel. Hier gibt es ohne Ende zu tun. So, Schrank. Wo ist die Knifte? Weg damit. Wo ist die Knifte? Die Knifte ist da. Was ist das hier? Was ist das überhaupt? Metall, Metallleiter. Hm. Ja, kann ich auch in den Schrank schmeißen. Brauchen wir nicht. Ja, Leute. Beim nächsten Mal ist, glaube ich, denn die Mauer dann endgültig mal so weit, dass wir die komplett fertig machen. Ich habe ja, glaube ich, ca. 80 Wände gebaut oder so. Da kann ich jetzt vollfahren. Wenn ich an jeden 4 stelle, das sind nur locker. Ach, sind ja mehr. Ja, dann werde ich nochmal ein bisschen Holz sammeln. Werde nochmal 80 Wände produzieren, damit wir genug haben. Und dann bauen wir die Mauer. Nicht die Mauer muss weg, die Mauer muss hin. Und Tore müssen wir auch noch machen. Haben jede Menge zu tun. In die. Was? Hau um. Was ist denn da so hart? Alles okay? Keine Toten zu vermelden. Gut. Okay, seht ihr, ich muss runter. Ja, dann machen die Schluss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.